Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem 38. Videolog Japanologie in Leipzig. Und ja, es ist jetzt, wo ich das hier gerade aufnehme, Donnerstag, der 5. März. Und ihr werdet das zwar erst jetzt am Samstag, den 7. sehen, aber ich komme jetzt gerade von einem großen Konzert im Gewandhaus und habe jetzt noch voll die Energie mitgenommen und denke, dann nehme ich jetzt noch einen Videolog auf, bevor es dann in die Heimat geht und bevor ich dann am Montag erst oder Sonntagmontag zurückkomme und es dann schon kurz vor der Angst ist, was die Buchmesse angeht, dachte ich, mache ich schon doch nochmal etwas früher einen Videolog. Für euch jetzt also hier am Samstag online. Und ja, ich habe ein paar Tagesordnungspunkte, die ich in diesem Videolog abarbeiten möchte. Zuallererst, ich glaube, ich hatte schon mal in irgendeinem Kommentar in einem der vorangegangenen Videos geschrieben oder angedeutet. Ich hatte ja gesagt, dass bei der Prüfung, wo ich ja mittlerweile dann auch im Laufe des Winterurlaubs mein Ergebnis bekommen habe, ich mit 2,5 und besser zufrieden wäre. Und ja, letztendlich habe ich jetzt in der Prüfung eine 2,0 bekommen, befinde mich damit im Mittelfeld der Klasse. Es gab so eine Zweiteilung von ganz vielen Leuten, die 1,0 bis 2,0 haben und dann so eine Schiene von 3,0 bis 4,0. Dazwischen ist irgendwie kaum was zwischen 2 und 3 notentechnisch gewesen. Insofern bin ich zufrieden und werde jetzt schauen, dass ich im nächsten Semester dann anstrebe, sowohl in der Sprachprüfung als auch in der Bachelorarbeit, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, ja eine 1, zu schaffen, um vielleicht auch meinen Gesamtschnitt, der gerade allein die japanologischen Fächer gerechnet, so ungefähr bei 2,0 liegt. Und deswegen, es wäre dann schön, auch schön in der Gesamtnote eine 1 vor dem Komma zu haben. Deswegen also Prüfung ganz gut überstanden. 2,0 ist gut und ich bin zufrieden damit. Insofern, ja, kein Grund zur Klage von meiner Seite aus. Und ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen gehypt gerade von dem Konzert. Und was will ich noch sagen? Genau, weil ich auch ein bisschen meinen Notenschnitt heben möchte, gerade wenn ich auch in Richtung Masterstudium hier an der Uni Leipzig ja, mich dann bewerben möchte. Da habe ich mich jetzt auch endlich mal informiert, wann da überhaupt die Bewerbungsfristen sind. Und normalerweise laut der Uni Homepage ist für Semester, also die jetzt schon Bachelor oder sowas studieren, Bewerbungsfrist dann im Mai, also vom 1. Mai bis Ende Mai, sollte man sich dann für einen Masterstudiengang bewerben. Auf der Eignungsfeststellungsprüfungsseite von der Japanologie steht wiederum, dass man, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 13. oder 17. Juni, irgend sowas in den Dreh rum, ja, seine Bewerbung für die Eignungsfeststellung und so weiter oder generell die Eignungsfeststellung ablegen soll, wo man sich auch mit einem kleinen Projektskizze für den Masterstudiengang und dergleichen dann bewerben soll. Sprachnachweis und Nachweis, dass man auch das Bachelorstudium, so man noch dabei ist, bis zu Beginn des Masterstudiums abschließen kann. Das heißt, dass ich meine Bachelorarbeit irgendwie nicht ein halbes Jahr verlängere und dann im Herbst gar nicht mit dem Master anfangen kann, weil die Bachelorarbeit noch nicht fertig ist. Solche Sachen muss ich jetzt beachten. Das heißt, ich habe so, ja, grob bis Mitte Juni Zeit, mir ein Konzept für die Master, fürs Masterprojekt zu überlegen. Und na, das wird ein ganz schön stressiger Mai, Juni bei mir, weil da zum einen natürlich die Arbeit an der Bachelorarbeit selbst, dann Vorbereitung, Bewerbung auf die Masterarbeit ansteht, dann gibt es auch noch den Vortrag, den ich zu dem Bachelorarbeitsthema ja am 27. Mai zu halten habe, hatte ich auch schon erzählt. Und ja, dann Ende Mai ist Abgabe der Bachelorarbeit, am 11. Juli ist eine riesige Familienfeier bei mir und dann kommt noch die normale Prüfungszeit da auch noch mit dazu. Das heißt, ja, so ab spätestens Anfang Mai wird es bei mir richtig haarig werden, zumal jetzt auch für die Bachelorarbeit schon ein paar Bücher angekommen sind. Ich habe 5 bestellt, davon 3 aus Japan, die erstaunlicherweise schneller da sind als 2, die ich aus den USA, wollte ich schon sagen, aus UK, also wie heißt es, Großbritannien bestellt habe. Und ja, so sehen die hier aus. Karaoke, Bunka, Sangyoron, wenn ich jetzt mich nicht ganz stark irre. Die anderen werde ich, glaube ich, nicht vorlesen, weil es mir zu peinlich ist, wenn ich mich verlesen würde mit den Kanji. So sieht eins aus. Das hier, das werde ich also dann möglichst gezielt durcharbeiten. Ich werde kaum die Zeit haben, wirklich alles komplett durchzulesen. Ich habe mal so in ein, zwei Bücher schon ein bisschen reingeguckt, wie es vom Sprachniveau her ist. Und ich werde mich schon durchfuchsen können, werde dann aber wahrscheinlich doch versucht müssen, irgendwie selektiert zu lesen, um das rauszusaugen, was ich dann tatsächlich für meine Bachelorarbeit, für mein Thema dann brauchen werde. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte. Also das Thema meiner Bachelorarbeit wird sein Karaoke im Wandel, am Beispiel Japan seit den 1970er Jahren, wo ich dann so Karaoke als ein, ja, soziokulturelles Phänomen, so wurde es mir von einer Professorin empfohlen, betrachten soll. Ich hatte ja schon Hausarbeit zu dem Thema geschrieben, auf der kann ich zumindest von den reinen Grundlagen her ein bisschen aufbauen, aber gehe dann in eine andere Richtung, wo ich da noch geschaut hatte bei der Hausarbeit, ob Karaoke überhaupt ein Teil von
dem Konzept Cool Japan ist oder von der Soft Power Japans, aber vielleicht behandle ich das mal irgendwann in einem extra Video hier auf dem Channel, wenn ich ein bisschen näher auch auf mein Bachelor-Arbeitsthema mal in einem extra Video eingehe, wenn es im Laufe der Recherche und der Forschung, die ich dann hier betreiben werde oder des Ranlesens. Und dann hier so ein Standardwerk, was mir in der Anschaffung für meine Hausarbeit zu teuer war, weil es damals nur in einer Variante für 140 Euro oder so gab. Mittlerweile habe ich dann aber für 40 Euro es in der Ausgabe hier gefunden. Das ist Karaoke Around the World. Und da sind verschiedene Aufsätze drin, also nicht nur von einem Autor, sondern verschiedenen zum Thema Karaoke aus dem Jahr 2001. Und ja, das ist eventuell so das Standardwerk mit so einer Menge Aufsätzen, interessanten zu dem Thema Karaoke, was also auch jetzt in die Bachelorarbeit mit einfließen wird. Ein fünftes Buch fehlt noch, das soll laut Amazon nach der Buchmesse ankommen, deswegen hatte ich ursprünglich vor, das hier sollte auch ursprünglich nach der Buchmesse ankommen, ist jetzt schon deutlich vorher angekommen, deswegen hatte ich mir vorgenommen, dann nach der Buchmesse auch anzufangen, die Bücher durchzuarbeiten und an der Bachelorarbeit so langsam zu arbeiten. Ja, aber ja, mal sehen, das werde ich auch dann wirklich tatsächlich so machen, auch wenn die Bücher jetzt schon da sind, aber ich will mich natürlich auf die Buchmesse stürzen und da habe ich mir jetzt auch schon einen Plan gemacht, dass ihr mal ungefähr so seht, was ich versuche auch dann in den 4 Tagen der Buchmesse für euch einzufangen, was wieder so an Veranstaltungen stattfindet. Ich war ja letztes Jahr nicht da gewesen, was ich ein bisschen schade fand auf der einen Seite, weil ja letztes Jahr die erste Manga-Anime-Convention als solche stattfand, wo also die gesamte Halle 1 tatsächlich dem Manga-Anime-Bereich und den ganzen Verlagen zur Verfügung gestellt worden ist bei der Buchmesse. Und das ja wohl riesiger Zulauf und Erfolg gewesen sein soll. Und da hätte ich mir wirklich schon gewünscht, mich rüber zu beamen, mal kurz nach Deutschland. Aber ich weiß, dass umgekehrt natürlich viele mich beneiden oder beneidet werden haben. Nee, kann man da Foto 2 benutzen oder Vergangenheit 2, ich weiß es nicht. Dass ich zu der Zeit ja in Japan selbst war. Insofern will ich mich da jetzt auch nicht beklagen und freue mich umso mehr auf die diesjährige Buchmesse. Ja, ist mit den Farben hier ein bisschen durcheinander geraten. Da, wo Anime-Kino immer dabei steht, das sollte eigentlich orange, nicht rot sein. Es sieht dann so aus, dass das, was ich hier so rot an Veranstaltungen, die ich mir im Programm von der Buchmesse, die man dann auf der Seite von der Buchmesse findet, welche und vielleicht mal einen Link posten, Leipzig liest oder Leipziger Buchmesse, da findet man entsprechend das Online-Programm, wo man auch nach Stichpunkten suchen kann. Und ich habe einfach mal nach Japan, Manga, Anime und so weiter ein paar Stichsuchbegriffe eingegeben, geschaut, was ich alles so an Veranstaltungen finde und mir dann hier entsprechend den Plan gemacht. Das Anime-Kino will ich nur mal besuchen, da werde ich keine Aufnahmen logischerweise von machen können aus Copyright-Gründen. Ich will einfach nur mal, habe mir mal die rausgesucht, wo ich mal die deutsche Synchronisation, die deutschen Stimmen hören möchte. Deswegen Donnerstag habe ich eigentlich im Prinzip noch nichts Konkretes vor, außer eben mal kurz im Anime-Kino Stimmen zu hören und werde den Donnerstag dafür nutzen, also wirklich die ganze Messe abzulaufen, schauen, wo es eben außer Halle 1 vielleicht noch Sachen und Bücher gibt, eventuell auch mit Japan-Bezug irgendwas zu finden, damit es nicht nur rein Anime-Manga-mäßig bleibt, wie es eigentlich in den letzten, also 2012, 2013 auch immer, glaube ich, so ein, zwei Sachen geschafft hatte, die jetzt keinen direkten Anime-Manga-Bezug hatten, auch mit reinzubringen hier in den Channel. Und ja, die anderen roten Sachen, die jetzt nicht Anime-Kino sind, das sind die Sachen, wo ich, denke ich, doch auf jeden Fall hingehen möchte, die also für mich jetzt, die ich mir als Pflicht gesetzt habe, wie zum Beispiel das Peppermint Anime Panel Vorstellung oder ja, die Mangako-Diskussion über den deutschen Manga-Markt und wahrscheinlich das absolute Highlight, da er alle 4 Tage auf der Messe ist, ist Takeshi Obata-Sensei. Der ja, Illustrator von Death Note und von Bakuman. Ja, Death Note war ja in meinen frühen Jahren des Anime-Konsums, als ich in die Welt des Anime-Schauens hineingekommen bin, war Death Note einer ja auch der ersten Serien, die ich auf Japanisch gehört, geschaut habe und der bis heute in meinen Favoriten ja, sich gefestigt hat. Und Bakuman fand ich einen wundervollen Manga und dann auch super als Anime umgesetzt. Und deswegen ist sozusagen im Gegensatz zu vor 2 Jahren, wo Kubo Taito da war, ja, der Bleach-Zeichner mit Bleach, war ich früher auch mal Fanboy, als ich noch so mit Shonen angefangen hatte, aber der Bleach-Manga hat ja jetzt auch in den letzten ja, 2, 3 Jahren doch deutlich an Qualität oder an Story-Tiefe oder am Storytelling nachgelassen und man liest es irgendwie nur noch aus Gewohnheit weiter. Deswegen war ich damals nicht so gehypt, wie ich jetzt für Obata-Sensei bin. Das Problem ist leider, dass er ähnlich wie Kubo
Kubotaito vor 2 Jahren schon wohl gesagt hat, dass Kameraaufnahmen, Fotoaufnahmen, Filmaufnahmen und so weiter er nicht gestatten wird. Das heißt, da werde ich zwar auf jeden Fall hingehen, aber davon werde ich auf jeden Fall nichts auf den Channel hier packen können, weil ich den Wunsch natürlich berücksichtigen möchte. Ja, was habe ich hier noch? Rot am Sonntag. Comic Talk, internationale Zeichner reden über die Faszination. Comic, das ist vielleicht so ein bisschen was, was eben weg jetzt von reinen Manga-Anime geht, so ein bisschen eine allgemeinere Diskussionsrunde, die vielleicht ganz interessant ist. Und dann Carlsen Manga macht noch am Sonntagnachmittag was: Figuren entwickeln, ein Talk und Live-Zeichnen, auch mit, ich glaube, dann deutschen Mangaka, die da sind. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf, das werde ich mir so auf jeden Fall geben. Die grünen Sachen sind so, die ich, ja, wenn ich fit bin, besuche ich sie. Da ist zum Beispiel, ja, ein bisschen was zum Manga zeichnen. Ich selbst kann überhaupt nicht zeichnen, deswegen ist es jetzt kein Pflichtprogramm für mich. Ich will natürlich auch immer mal bei dem Cosplay Gathering an der Bühne und so weiter vorbeischauen. Natürlich auch wieder Cosplay-Video machen, möglichst für euch einfangen. Und dann die Bandai Games, Anime-Video-Games. Das scheint ja jetzt auch langsam ein bisschen mehr nach Deutschland zu kommen, nachdem bisher hauptsächlich auf dem amerikanischen Markt und jetzt auch vermehrt bei Steam glücklicherweise immer mal zumindest schon mal ins Englische übertragene, auch ja, Visual Novels reinkommen. Bisher bestand ja der Markt hauptsächlich aus den Beat'em Up oder den Arena-Kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese Duell-Games. Ja, da bin ich selbst, weil ich einfach zu schlecht darin bin, nicht unbedingt der Fan von, aber bin mal gespannt, ob vielleicht auch irgendwie mal Aussicht besteht, dass auch deutsche Übersetzungen von Visual Novels mal es auf den Markt schaffen. Ich bin ja froh, dass der englische Markt schon zunimmt. Deswegen werde ich da vielleicht mal vorbeischauen. Das Blaue sind dann Sachen, ja, wenn ich spontan noch einen Funken Restlust habe, gehe ich dahin. Zum Beispiel so eine J-Pop-Band, von der ich nichts gefunden habe, als ich der Namen bei Google gesucht habe, deswegen ich mir jetzt keinen Eindruck holen konnte, ob ich die Musik vielleicht überhaupt mag oder nicht. Und dann noch eine andere Mangaka, die da ist, Mayu Sakai, wohl Mangaka von oh Gott, Sugar Soldier. Jetzt auch nichts, was ich unbedingt lese. Was noch interessant gewesen wäre, wie heißt sie? Ist es noch ein dritter Manga-Zeichner oder eine dritte Manga-Zeichnerin? Da, die Angel plus Blood. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Geschrieben hat, und zwar Abe no Chako. Aber ich glaube, das habe ich mir hier gar nicht notiert, weil das parallel zu Takeshi Obata war und deswegen ist es schon gänzlich aus meiner Planung rausgefallen. Ja, deswegen, also soll mir jetzt auch reichen, den Plan hier vorzustellen. Es haben mich ja so ein, zwei Leute gefragt, eventuell, ob man sich auf der Buchmesse treffen kann, ob man vielleicht auch ein gemeinsames Video so machen kann, ob daraus was wird, weiß ich noch nicht. Donnerstag werde ich natürlich dann noch mit meinen Eltern, wo ich noch viel Freizeit habe, mich treffen, die ja auch kommen, und vielleicht mit Kommilitonen und so weiter auch mal ein bisschen mich abquatschen. Freitagmorgen werde ich wahrscheinlich einen Japaner begleiten zur Buchmesse, und ansonsten Samstag bin ich voll ausgebucht, wenn man so möchte, und Sonntag mal gucken. Irgendwie wird sich vielleicht zwischendurch Zeit finden. Wir werden sehen, oder ich werde sehen. Auf jeden Fall bin ich also voller Vorfreude für die Buchmesse 2050 in Leipzig, 50 vor allem 2015 in Leipzig. Und ja, wenn ihr zufälligerweise auch in der Gegend seid, vielleicht läuft man sich über den Weg und kann zumindest einen kurzen Plausch halten, wenn ich nicht gerade irgendwie mit der Kamera und Stativ in der Hand schon durch den Gang renne und versuche, zur nächsten Veranstaltung zu kommen, um die aufzunehmen. Dann bin ich durchaus bereit auch für ein kleines Gespräch, falls man sich irgendwie über den Weg läuft. Und ja, was dann nach der Buchmesse noch so passieren soll, da wurde ich jetzt auch angefragt. Das passierte übrigens schon mal, als ich noch in Japan war, wurde ich angefragt, ob ich denn Lust hätte, nicht mal in Leipzig an einem Science Slam teilzunehmen. Ursprünglich mal am 4. November sollte mal einer stattfinden, aber da hatte ich abgesagt, weil das zu kurzfristig nach meiner Wiederkehr aus Japan war und weil ich dann als studentische Hilfskraft angestellt war und ja, das dann so ein bisschen zu stressig gewesen wäre, da was vorzubereiten. Allerdings habe ich diesmal zugesagt, weil jetzt schönerweise Semesterferien sind, und werde dann am höchstwahrscheinlich, bin jetzt noch gerade da in der Planungs- und Absprechphase mit der Dame, die das organisiert, werde höchstwahrscheinlich dann jetzt nicht lügen, 17. April jetzt diesen Jahres, also in ja, anderthalb Monaten etwa, im Werk 2 in Leipzig dann an Science Slam teilnehmen, wo ich auch ein bisschen über mein Bachelorarbeitsthema rede. Das versuche dann mal ein bisschen humoristisch zu verpacken, natürlich, wie sich das für einen Science Slam auch gehört. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekommen werde. Ich habe bis jetzt einmal in meinem Leben, was ja auch schon so lang ist, einmal bisher in Magdeburg an einem
Poetry Slam teilgenommen von einem Freund, der das, also einem guten Freund von mir aus Schultagen, der das organisiert hat. Und da war ich aber mit meiner Leistung und meinen Texten, die ich geschrieben hatte, da nicht so zufrieden. Bin mal gespannt, ob mir jetzt diese Science Slam Sache mehr liegt. Da will ich auch fragen, ob ich meine Kamera mitnehmen kann und den eventuell aufnehmen und auf den Channel, auf meinen Channel hochladen kann. Ich weiß nicht, wie das so bei Eventveranstaltungen mit Urheberrecht, Copyright und so weiter ist. Wenn ich teilhabender Teilnehmer bin, muss ich mich nochmal erkundigen bei der Dame, ob das möglich ist. Dann habt ihr eventuell dann im April, wenn das dann vonstatten gegangen ist und wenn ihr jetzt nicht in der Nähe von Leipzig wohnt und ins Werk 2 kommen könnt, dann werde ich das hier eventuell auch auf den Channel hochpacken. Ansonsten kostet es wohl 5 € irgendwie im Vorverkauf und 7 € an der Abendkasse, der Eintritt dann für den Science Slam im Werk 2. Ja, mal sehen. Also ich weiß nicht, ob es da auch immer so Wettbewerbe oder dann Gewinner und eine Auslosung gibt, wer dann da der beste Slammer war oder so bei einem Science Slam. Ist mir auch wurscht. Ich will es einfach mal als Erfahrung mitnehmen und schon mal so eine erste Übung haben, über mein Bachelor-Arbeitsthema zu referieren. Und es zwingt mich jetzt auch schon in den Semesterferien ein bisschen was dafür zu tun, zusätzlich zu dem Vortrag am 27. Mai. Deswegen darauf, da werde ich bestimmt dann schon ein bisschen nervös sein, wenn es dann wenn der Tag naht. Aber freue mich doch auch drauf, die Erfahrung dann mal machen zu können. Bedanke mich da an die Dame, falls es zufällig sieht, für die Einladung. Ja, das waren so Sachen, die jetzt so terminlich anstehen. Was jetzt zum Studium, hatte ich ja gesagt, Note, Masterarbeit, Buchmesse, der Science Slam. Ich glaube, das war es dahingehend. Das Einzige, was noch ist, vielleicht ist aufgefallen, dass ich jetzt noch nicht nochmal extra was angekündigt habe zu meinem Zweit-Channel, den ich hier aufmachen wollte, jetzt zum popkulturellen Japan. Da habe ich nämlich erst nochmal in den letzten Tagen sehr viel recherchiert, ob ich meine Konzepte, die ich so hatte, überhaupt so werde umsetzen können, gerade was Anime-Reviews und so weiter angeht, weil ich es möglichst dingfest, also idiotensicher haben möchte von der rechtlichen Seite her, die Videos, die ich da mache. Und ursprünglich hatte ich ja vor, von den Reviews her so in die Richtung Glass Reflection Arcada, Mischung mit Black Critic Guy oder Chibi Reviews, keine Ahnung was zu machen, so versuchen dann so einen gemischten eigenen Stil zu finden von denen, was ich von anderen Reviewern gut finde, was ich selbst auch mal probieren möchte. Das Problem dabei ist, gerade wenn es jetzt nach Arcada geht, der auch viel einbindet an Videomaterialien von Animes tatsächlich, dass es zwar wohl nach dem amerikanischen Fair Use Gesetzlichkeiten her möglich ist, aber das deutsche Zitatrecht von einem Fall, der 2011 oder so, 2013 vom Landgericht oder Oberlandesgericht Köln entschieden worden ist, zu YouTube-Videos, dass da die deutsche Handhabung des Ganzen noch viel, 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 viel strenger ist und eigentlich fast jede Kreativität zunichte macht und auch in YouTube, gerade in letzter Zeit, selbst bei den amerikanischen, die fast gar keine Bilder verwenden und normal rezensieren, einfach nur so, wie ich jetzt in die Kamera sprechen, dass sie Strikes bekommen haben und solche Sachen für vielleicht ein Thumbnail oder keine Ahnung was, was schon recht krass ist, dass man da dann daran gehindert wird, so ein bisschen mehr unterlegenes Bildmaterial zu haben für Reviews oder Kritiken, die man dann äußert. Und daher werde ich es so machen, dass ich wirklich dann auf Japanisch formuliere, Anfrage an die Animationsstudio, Pressestellen und keine Ahnung, was ich da an Mailadressen finde, frage, ob ich Material für ein Review verwenden kann und dann notfalls darauf auf Mails verweisen kann, falls YouTube mir einen Strike gibt, dass ich da wirklich ja, was in der Hinterhand habe. Und ansonsten, so ich keine Rückmeldung bekomme oder kein Okay davon, dass ich es dann so mache, dass es sich eindeutig mit dem deutschen Zitatrecht deckt. Das heißt, in dem Falle werde ich dann tatsächlich, wenn ich eine Szene zeige, muss ich diese Szene kritisch beleuchten, etwas über diese Szene sagen und sie nicht nur als schmückendes Unterwerk und um sozusagen meine eigene Kritik rein aufzuhübschen, mit einzubringen, einzubinden. Nein, es muss nämlich ein, ja, sozusagen ein Zitat nötig sein, wie man Zitate verwendet, auch in der Bachelorarbeit so. Im Prinzip müssten auch Videos in Anime-Rezensionen oder so verwendet werden, wenn man jetzt riesige Kritik an ja, Animationsfehler äußert oder sagt, wie schön die Hintergründe sind, muss man sich dann konkret auf die Szene, die man im Hintergrund zeigt, bezieht, von wegen hier schaut man diese Hintergründe, die Farbspiel hier mit der Sonne und dem Meer und die Bäume und die Bewegungen der Äste und so weiter, so detailliert müsste ich es dann beschreiben und noch, ja, damit es eben nicht zu flach als eine Kritik ist, um wirklich von dem deutschen Zitatrecht gedeckt zu sein. Und das ist dann ja ein ganz schöner Heidenaufwand, denke ich mal, das so zurechtzuschneiden und zu beachten.
Deswegen, das war so etwas, was ich, wenn, als ich mir die letzten Tage mal so die rechtlichen Sachen durchgelesen habe in Internetblogs und was für Erfahrungen gemacht wurden da im deutschen Raum, habe ich ein bisschen zurückgeschreckt und will jetzt nochmal meine ganzen Konzepte für den Channel überdenken. Der Channel an sich existiert schon und ich habe ihm auch erstmal einen vorläufigen Namen gegeben. Ich wollte nichts mit Anime oder Manga reinmachen, weil Manga wird sowieso nur teilweise, weil ich ja nicht so viel der Manga-Leser bin, mit reinspielen. Anime schon eher und ich habe ja mir ganz viele, so glaube ich 2 Dutzend etwa Visual Novels aus Japan mitgenommen, wo ich ja auch erst anfragen muss, ob ich sie Let's Playen darf. Das ist übrigens Jikyo Play auf Japanisch. Let's Play ist Jikyo Play, wenn ich mich jetzt nicht irre, werde ich bestimmt hier mal eingeblendet haben, ob ich das machen darf auf meinem Channel. Und ansonsten möchte ich vielleicht so in die Richtung auch der RPG Maker, japanischen Games, wo es ja auch Visual Novel-artige Sachen gibt, aber auch Horror Games, wobei es da schon einen sehr guten Let's Play-Channel gibt von Nesfate, die ich sehr, sehr gerne gucke und wo ich auch mal hier einen Link einblende. Und die macht auch sehr viele japanische Spiele, die von Amateurübersetzern dann ins Englische übersetzt worden sind. Spielt sie auch und schaue ich sehr, sehr gerne. Und ja, weil ich eben ja so umfassend möglichst ein bisschen Manga, ein bisschen Anime, ein bisschen Spiel und vielleicht ein bisschen was von der Karaoke AG, wobei ich da auch sehr vorsichtig sein werde mit dem, ja, mit dem Urheberrecht, habe ich das Ganze dann also, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, erstmal Cool Japan Germany genannt. Cool Japan ist ja eigentlich der Begriff, der geprägt wurde von einem Amerikaner in einem Artikel Mitte der 2000er Jahre, der damit beschrieben hat, wie populär eben die ganzen japanischen popkulturellen Produkte sind, wie cool sie sind, ob das eben Anime sind, ob das Hello Kitty ist mit ihrem Exportpotenzial und so weiter, dass Japan eben als cool gilt. Und dann habe ich mal gesucht, ob das irgendwie jetzt eingetragener Name oder geschützter Name ist, sonst würde ich mich nicht so nennen. Aus Sicherheitsgründen habe ich nichts zu gefunden, deswegen nenne ich mich erstmal vorläufig Cool Japan Germany, also CJG, wenn man so möchte. Und werde hier auch mal den Link eingeblendet haben. Da Ich werde aber den eigentlichen Start, den ich ja jetzt am 1. März schon machen wollte, werde ich jetzt bis nach der Buchmesse dann doch verschieben, weil ich auch in Ruhe dann ein paar Mails mal schicken will, ob an Animationsstudios oder an die Game-Entwickler von Visual Novels. Weil ich kann mir vorstellen, dass das von japanischer Seite aus, die auch ein sehr, sehr strenges Urheberrecht haben, problematisch sein wird, eine Erlaubnis zu bekommen. Ich bin froh, wenn ich generell die Erlaubnis bekomme, jetzt ohne die Mo extra Monetarisierungserlaubnis. Ich will eben nur auf der sicheren Seite sein, weil ich mein AdSense-Konto trotzdem auch mit dem Zweitchannel verbinden werde und mir eben da keinen Strike einhandeln will. Deswegen alles nochmal in Ruhe überdenken, jetzt auch über die Buchmesse drüber hinweg und dann geht es irgendwann in der zweiten Märzhälfte auf dem Channel dann los. Wer schon eben mal drauf gucken möchte, der Channel existiert und kann schon vorabonnieren, eben die von euch, die jetzt ja, über das normale Japan, die Tutorials, die Reisevideos hier hinaus, auch wirklich Fans der Popkultur, insbesondere Anime-Fans sind, die dürfen sich dann auch ja, gerne den Channel anschauen. Ich werde mal gucken, ich habe jetzt auch einen nächsten Artikel gerade in Arbeit für German Otaku. Ich habe meinen ersten, glaube ich, noch nie online gestellt, der eigentlich schon im letzten Jahr fertig ist. Da muss ich jetzt auch mal schaffen, ein Team-Meeting mitzumachen und nochmal abzuquatschen, wie ich das mit der Veröffentlichung der Artikel mache. Und dann mal schauen, ob ich eventuell ja meinen popkulturellen Channel auch in die Riege der German Otaku Anime Channel mit einbinden kann, werde, darf. Wenn es nicht ist, soll es für mich jetzt auch nicht schlimm sein. Ja, aber ich schweife schon wieder viel zu weit aus. So viel wollte ich gar nicht quasseln jetzt hier, weil ich habe auch noch ein bisschen was zu tun, bevor es morgen in die Heimat geht. Ein bisschen Sachen packen und so weiter. Ja, deswegen mache ich jetzt an der Stelle Schluss. Ich denke, ich wollte sagen, was ich sagen wollte. Es ist wieder ein bisschen durcheinander geraten, alles in meinem Kopf, weil ich noch so euphorisch war und wieder viel zu sehr im Redeschwall. Aber ich spare es mir, denke ich mal, jetzt hier die ganzen Rs und Versprecher rauszuschneiden. Hoffe, ihr hattet euren Spaß dran, habt Infos draus genommen. Wir sehen uns vielleicht bei der Buchmesse. Ansonsten mit den nächsten Videos. Und ich schätze mal, das nächste Videolog wird aus diversen Gründen, die ich jetzt aber nicht mehr nennen werde, die mir aber gerade einfallen, kurz nach der Buchmesse dann kommen und bis dahin sage ich Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.